Also, warte, ich habe jetzt noch einen Stream gemacht, weil ich erfahren habe, also gerade habe ich gemerkt, ich bin am Ende von der Story. Und, naja, deshalb möchte ich halt den Bosskampf machen. Einmal melden wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn. Also das müsste doch eigentlich das Ende der Story sein, oder nicht? Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast! Ich... niemals! Ja! Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen! Lügen! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen! Jetzt... die Wahrheit... Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Und so provoziert er ihn auch noch. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Bitte. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Ja, okay, was soll ich machen? Wir haben nicht viel Zeit! Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Serum. Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ja, gut. Reicht auch wieder. Wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Oh.
meine Zeit! Was soll ich da machen? Wir haben nicht viel Zeit, bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Diese Mission nicht verfügbar. Ui, warte, welche? Ich will schwarz sein. Aber ich habe ja jetzt diesen Anti. Geben Sie mir das Anti-Serum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Anzug oder was? Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Doch, was für du Spacken. Du verschwendest meine Zeit! Keine Sorge! Oh, Digga. Was ist das denn für ein Müll? Der trifft alles. Oh, Digga. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte. Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt. Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Gespielt!
Heilung. Ey, wenn ich jetzt alles von vorne machen muss, ne? Ich raste aus. Wir haben nicht viel Zeit! Digga, ist das Spiel bitte kacke, Alter. Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Digga. Du hast eine geistige Störung, komm einfach klar damit. Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Genug gespielt! Heilung! Menschen sterben! Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Ich werde die Stadt retten! Dann tun wir, was immer Sie wollen! Ich weiß bereits, was ich will! Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dir weh tue! Wie viel zahlt Osborn, damit du ihn beschützt? Ich beschütze ihn nicht! Ich will nur die Stadt retten! Du verschwenden! Schluss damit! Ja.
enttäuschen. Ja, Kacke. Parker. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel. Sicher nicht mehr. Als mir! Ich bin noch ausgewichen. Ich bin ausgewichen, du Spackenspiel. Bitte, denken Sie daran, wer Sie waren. Dieser Mann ist tot. Du kannst mich nicht retten, Peter. Dann müssen Sie sich wohl selbst retten. Sie waren mein Held. Und waren so wichtig für mich. Ich hasse es, dass Sie mich dazu bringen. Wir wollten die Welt verändern! Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt! Otto, stopp! Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch Alter, die mein Controller vibriert die ganze Zeit. Das ist wirklich wahr! Nein! Nein! Das Antiserum. Immer wieder schön zu sehen, wie diese Missgeburt stirbt. Peter. Spaß, mein Spaß. Sie waren wie ein Sohn für... 15.32 Uhr. Du. Ich hätte wissen müssen, dass sie sich auch gegen mich stellen. So wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe sie angebetet. Ihren Geist. Ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung, unsere Talente für andere zu nutzen.
auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter? Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Ja gut, ne? Als er als ihm in die Brust gestochen wurde, hat mein Controller gerade die ganze Zeit vibriert. Das hat gerade so hart genervt, Alter. Oh, wir sind endlich fertig. War das schon die Story? Also war das schon die Story oder nicht? Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen. Ich lass dich kurz allein. Es wird alles wieder gut, Ma'am. Ich habe das Gegenmittel hier. Nimm deine Maske ab. Ich würde gern meinen Neffen sehen. Du weißt es? Schon eine ganze Weile. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. All die Leute, die du gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du.
Ach du Scheiße. Und da war das letzte Piepen. Fuck. Ja gut, Leute. Tante May ist jetzt natürlich tot. Danke dafür. Ey, Blali. Blali. Oh Mann, ey. Erstmal stirbt der Vater von Miles und jetzt stirbt er Dings. Wie heißt sie nochmal? Tante May. LOL! Miles trägt das T-Shirt. Warte, ich zeige euch mal kurz, was gerade war. Miles trägt ein T-Shirt, was Peter mal gehört hat. Warte. Oder die hatten einfach dasselbe. Peter ist aber echt hässlich, ne? Spaß. Aber der Beste ist er jetzt nicht. Und diese Missgeburt da. Was macht die natürlich? Die hat Tante May getötet. Oder ist dafür schuld? Und jetzt hat er Wutausbrüche. Monate später. Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Danke. Ich wusste, du schaffst das. Was ist mit dir? Was gefunden? Oh, nein, aber... Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Mhm. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Ja, ich glaube, ich möchte Koch werden. Tut mir leid. Es ist... Du bist Wissenschaftler. Ein guter. Mein letztes Projekt brachte einen Monster-Oktopus hervor, der fast die Stadt vernichtet hätte, also... Ja. Ich meine, du machst ein tolles Hähnchencurry. Oh ja. An den Knödeln arbeite ich noch. Gehst du campen? Oh, meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig, also werde ich erstmal bei Miles übernachten. Oh. Weißt du, du kannst jederzeit bei mir wohnen. Nur wenn du willst. Nein, ich meine ja, ich meine, nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt. Ich auch. Oh. Das war's. Halt echt, ne? Da haben wir endlich das Spiel durchgespielt. Ja, Leute, das war anscheinend Spider-Man. Ich habe ja vorhin gesagt, als ich ausgerastet bin bei dem Kampf gegen Octavius, das ist ein Kackspiel. Nein, ist es nicht. Ich bin da einfach nur geraged. Aber das Spiel ist halt echt richtig geil. Geile Grafik, geile Steuerung, geile Anzüge, geile Story. Und geile Credits. Ich glaube so, also ich habe gehört, ich habe es gesehen. Ich weiß, dass es noch eine Szene geben wird irgendwie. Aber die werdet ihr sehen, falls die kommt. Ich
bin mir nicht so sicher. Ja gut, ne? Kann ich das überspringen? Oh, danke. Ja, ich bin kein Experte ja, oder so. Da kommt die Post-Credit-Scene. Ich glaube, ich bin zu nervös. Hey, okay, wo soll das hier hin? Einfach dahin. Okay. Hey, also, Pete? Ja. Ich muss mit dir über was sprechen, was ich meiner Mom nicht erzählen kann. Über was denn? Tja, bei mir passiert irgendwas. Also körperlich. Oh. Oh. Ja, du bist jetzt in dem Alter, in dem dein Körper sich verändert und es gibt da gewisse, Bereiche. Nein, nicht das. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir zeige. Ja, genau. Nein, bitte tu's nicht! Ganz schön schräg, was? Wie man's nimmt. Ah, scheiße! Noch mehr oder was? Ja, toll, wieso muss ich jetzt gedrückt halten? Obwohl, ist besser, falls man die Credits sehen möchte. Aber Post-Credits sehen, Leute. Boom! Biatch! Ich würde das cool finden, wenn die Story noch weitergehen würde. Mit Miles und so, ja. Schon wieder eine Post-Credits sehen. Was ist das? Ach so, ja gut, das Biotech-Labor, ich weiß schon, was da ist. Also, das weiß ich halt schon. Wir waren dicht dran. Und da ist Harry. Ich mache weiter. Ich finde ein Heilmittel. Das werde ich. Ich liebe dich, Sohn. Ja. Ja, gut, ne? Harry hat anscheinend Krebs oder keine Ahnung, irgendwas. Leider. Endspiel. Ja, ich habe eine Trophäe erhalten. Ihr könnt das nicht sehen, das ist bei euch schwarz und nervt und so verpixelt. Aber ich habe Endspiel bekommen. Yay. Und endlich bin ich wieder bei dem Anzug. Aber ich würde gern weiter mit. Ja, ich. Viel Glück, Held. Oh. Ich hab den Anzug jetzt. Oh. Den habe ich auch? Nee, den muss ich freischalten. Schließe alle Hauptmissionen und eben. Was? Mann, das ist unfair. Ja, ich weiß. Aber ich finde, das hier ist geiler. Und das hier auch, das nehme ich mal. Und dann spielen wir mal mit dem Anzug hier. Den hier, ja, zwei Stufen fehlen mir.
Na gut, ne? Dann machen wir. Na gut, ne? Dann mache ich mal so. Ja, so. Nee. So. Dann machen wir das mal weg. Dann mache ich kurz einen Screenshot. So. Jetzt. Oh ja. Wir haben die Story endlich durchgespielt, Leute. Juri, du bist zurück. Wie geht's deiner Mom? Gut. Sie beschwert sich schon wieder, dass sie keine Enkel hat. Also, nimmst du jetzt Urlaub? Bist du verrückt? Dafür ist keine Zeit. Es gab keine Apokalypse, also haben wir haufenweise unerledigter Dinge zu erledigen. Rikers Ausbrecher, Dämonen. Fisks Leute wollen wohl auch wieder mitmischen. Klingt nach harter Arbeit, aber wir schaffen das. Nicht du. Für diesen Job brauchen wir Spider-Corp. Du hast es gesagt. Sogar mit der Stimme. Okay, mach nicht schreck. Du magst mich wirklich. Na, jetzt ist es schreck. Hör mal los, die Arbeit ruft. Ich kann es kaum erwarten. Spider-Corp überwacht die Stadt. Friedlich. Aber unter der ruhigen Oberfläche brodelt es. Oh, was habe ich getan? Bodenteams, hier Zentrale. Wie ist die Lage im Finanzviertel? Transporter unter Beschuss. Wiederhole, stehen unter Beschuss. Ja, ich krieg die ganze Zeit 2 HP, wenn ich solche Rollen hinzumache. Und Ah! Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Stream. Ja, dann würde ich sagen, ciao, Leute.